Ich suche mir einen neuen Koffer. Ich möchte eine Reise machen. Das sind aber nachgebildete Koffer. Sie sind eine Dekoration des Duriseums. Duriseum? Ist das ein neues Land, in das ich reisen kann? Nein, es ist ein Landesmuseum mit einer spannenden Ausstellung hier im Schloss Hartmannsdorf in Meran. Du kannst mit uns durch die Geschichte des Tourismus reisen. Ja, reisen! Die Geschichte vom Tourismus kenne nur ich! Als die Alpen schrecklich waren. So dunkel. Hoffentlich geht alles gut. Gebrochenes Holz? Ein verborgener Schatz. Überfall? Ja, Überfall, keine Bewegung. Oh, ich reise mit leeren Taschen. Ja, ja, Caramela. Früher war eine Reise durch die Alpen sehr gefährlich. Es gab viele Räuber. Die Wege waren abschüssig. Die Räder von Kutschen sind oft gebrochen. Oh, dann war so eine Reise ein richtiges Abenteuer. Die Menschen reisten nur, weil sie etwas zu tun hatten. Zum Studieren oder Pilgern. Die Reisenden erholten sich dann in den Posthäusern. Ah, wie gut! Tirol wird bekannt! Wer singt da? Die Tiroler natürlich. Damals zogen viele Tiroler als Wanderhändler quer durch Europa und verkauften ihre Holzschnitzereien, selbstgemachte Salben und sangen ihre Lieder. Mit ihren bunten Trachten waren sie etwas Besonderes und sie konnten gute Witze erzählen. Ganz Europa amüsierte sich über die komischen, jodelnden Spaßvögel. Aha. Aber so ist Tirol bekannt geworden. Meine Clown-Ahnen. Caramela, drück mal diesen Knopf. Es gab noch jemanden, der Tirol bekannt machte. Andreas Hofer. Der englische Poet schwärmte so sehr über seine Heldentaten, dass viele Engländer nach Südtirol kamen, um zu sehen, wie er gelebt hatte und wo er gewohnt hatte. Oh, Andreas Hofer war damals schon ein Star. Auch heute noch wollen die Leute wissen, wo die Stars wohnen.
zur Kur. Ratsherrn von Meran, ihr klagt über die Staatsschulden von Meran. Es gibt einen Ausweg. Ach tatsächlich? Legen Sie los. Es kommen mehr und mehr Menschen nach Meran. Stimmt, sie genießen unsere milde Luft, sie bewundern unsere Früchte und sie lieben unsere wundervolle Landschaft. Bravo! Manche fragen nach einer Kur. Ist das jetzt Mode? Ja, Fräulein Emma, Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Ich schlage vor, wir erfinden eine Kur und machen sie zur Mode. Die Traubenkur. Herr Bürgermeister, Trauben im Dessert, Trauben im Salat und Trauben in der Suppe und Wein zum Trinken. Herr Graf von Dautmannsdorf. Ich meinte natürlich reinen Traubensaft für die gute Figur und für den gesunden Geist. Und wir lassen eine Kurpromenade und schöne Spazierwege anlegen. Das wird uns viele neue Kurgäste einbringen. Die Gärten meines Schlosses Trautmannsdorf seien offen für noble Gäste. Kaiserin Elisabeth kam viele Jahre hierher nach Trautmannsdorf. Sie lebte sogar einmal ein halbes Jahr hier. Sie ließ die heutigen Wege errichten. Gute Fahrt auf Schienen! Kommt unser Zug an? Um 8 Uhr 10. Wo sind wir? In der Eisenbahn. Sie dampft gerade durch das Alzertal und weiter in das Etschtal. Nun ist das Reisen viel angenehmer und geht schneller. Die Menschen wollen die vorbeiziehende Landschaft kennenlernen. Also malten findige Künstler die ersten Landschaftsmappen. Fahrkarten, bitte. Meran Hauptbahnhof. Und für unsere Ehrengäste gibt es einen Empfang mit Live-Musik. Wunderbar! So ein Urlaub in Südtirol! Der Berg ruft! Heute ist wirklich sehr schönes Wetter. Ja, ideal zum Wandern. Wir können Ihnen die Wanderschuhe zur Verfügung stellen. Ja, gute Idee. Was für eine Größe bräuchten Sie denn? 48. Aha. Dann werden wir Sie danach in der Rezeption begrüßen und Ihnen die Wanderschuhe aushändigen. Willkommen im Grand Hotel Carapaz. Im Grand Hotel fühle ich mich wie ein Kaiser.
Ich möchte gern die Dreier-Suite, weil morgen treffen meine Frau und meine Kinder an. Ja, gerne, gnädiger Herr. Wie immer die mit Zyblick. Ja, genau. Sind schon die Herrschaften aus Hamburg namens Kühns da? Ja, der Herr Kühns steht neben Ihnen. Hab die Ehre, Herr Hofrat. Und heute Abend erwarten wir Sie alle zum Gala-Dinner mit Tanzmusik. Die Grand Hotels wuchsen aus dem Boden wie Pilze. In Meran, in Toblach, am Carapaz, am Figeljoch. Mann und Frau kamen zur Kur und man wurde von allen gesehen. Krieg im Ferienland und Faschismus. Krieg in den schönen Dolomiten. Ja, im Ersten Weltkrieg wurden Großhotels weggesprengt und angezündet. Viele dienten als Lazarett für die Soldaten. So endete die erste Blüte des Bergtourismus. Und dann? Und nach dem Ersten Weltkrieg kamen Italiener ins Land. Scusi, potrei avere un mezzo di Traubensaft? Sì, certo. Quanto fa? 400 lire, prego. Grazie. Bekomme ich auch so einen guten Saft? Ja. Den hellen. Okay. Ogni anno vengo a camminare sulla Civetta. Jedes Jahr kommt er zum Wandern auf die Civetta? Ho fatto tutte le cime delle Dolomiti di Cortina ed inverno vengo a sciare in Val Gardena. Oh. Er hat schon alle Gipfel erstürmt von den Dolomiten in Cortina und im Winter kommt er zum Skifahren nach Gröden. Im Winter und Sommer kommen jetzt Gäste, viele Deutsche und Österreicher, aber auch viele Italiener. Sie rennen um die Wette auf die Berge und im Winter saßen sie mit ihren Skiern ins Tal. Visitate l'Alto Adige, salute! Salute! Besucht Südtirol. Ha. Konnten damals alle Menschen Urlaub machen? Damals nicht, nur die Wohlhabenden. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde es anders, ganz anders. Da begann der Urlaub für alle und viel mehr Menschen begannen ein Auto zu fahren. Heimat zu vermieten. Gute Nacht, Windschenk. Schien wurs. Endlich sind der Frauen schlafen gegangen. Meine besten Knädelhunds gegessen. Den ganzen Speck. Alles ist weg, der Kasa. Toni, gehst du morgen um 5 in den Stall? Na, Tris, hell ist deine Arbeit. Ich muss morgen mit den Herrischen auf den Berg gehen. Was wohl, Bergführer machen. Dann lege ich mit den Kindern in Heistodl ein. Das Josel muss heim sogar in der Bootwand schlafen. Nun kam der Urlaub auf dem Bauernhof richtig in Schwung. Die Frauen hatten mehr Arbeit. Oh. Und die Bauern gaben ihnen alles, was sie hatten. Sie ließen die Touristen sogar in den Ehebetten und in den Kinderbetten schlafen. Auf in die Freiheit! Die Autolawine! Rollt.
die tolle Dolomitenstraße entlang. Ragazzi, andiamo no, per vedere i Dolomiti. Caramela, mach ein Foto von uns. Ja! Das Produkt namens Südtirol. Seit 1985 ist Südtirol zu einem Markenzeichen im Tourismus geworden. Das Produkt Südtirol steht für Qualität, regionalen Anbau, für Innovation und pfiffige Angebote, für Tradition und solides Handwerk, für originale Holzschnitzereien. Marketing Südtirol erlaubt uns Qualitätstourismus. Und doch haben Eltern mit Hotelbetrieb wieder Zeit für uns Kinder. Wollt ihr mehr darüber wissen? Dann kommt in die Gärten von Trautmannsdorf. Hier im Touriseum gibt es noch vieles zu entdecken. Oder schreibt der Klasse 5b der Grundschule Tabaina. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!